Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Nemesis Remastered, beziehungsweise halt alles mögliche mit Arsène Lupin. Im letzten Mal haben wir den Buckingham Palace betreten. Musik läuft ganz leise im Hintergrund. Und haben ein Festmahl zubereitet. Ja, da habe ich wieder ein bisschen geschummelt mit den Hinweisen. Aber das war so ein Mathe-Rätsel. Da bin ich einfach nicht mehr auf dem Stand. Aber wir versuchen die nächsten Rätsel, die hoffentlich keine Mathe-Rätsel sind. Echt, ich wäre immer wieder froh, wenn wir wieder nicht Mathe-Rätsel hätten. Let's go. Der Geruchssinn eines Hundes ist sehr scharf. Wenn dies das richtige Rezept gewesen wäre, hätte er es erkannt. Etwas muss fehlen. Oh. Etwas muss fehlen. Schokolade. Sorry, Bro. Der Geruchssinn eines Hundes ist sehr scharf. Fuck. Noch was? Eine Brille? Gurkenzange. Moment, was soll denn noch fehlen? Hier was? Oh, ich muss noch was aus dem Müll fischen. Okay. Daneben befindet sich eine seltsame Mischung, die vor kurzem dorthin gestellt wurde. Ich erkenne die Farbe einiger Nahrungsmittel. Um die Zusammensetzung dieser Mixtur herauszufinden, brauche ich eine starke Vergrößerung. Daneben befindet sich eine Ja, doch. So. Da ist etwas drin. Boah, was für ein fauler Gestank. Ja, was denn? Da ist etwas. Boah, was für ein fauler Gestank. Okay, was wollt ihr gerade von mir? Was soll ich finden? Ja, ganz ohne Mist. Ich verstehe das schon wieder gerade nicht. Ach so, Moment, bin ich vielleicht schon fertig und muss das jetzt nur mit der Gurkenzange rausziehen? Nö. Da ist etwas drin. Boah, was für ein fauler Gestank. Würstchen. Ah. Würstchen. Okay. Würstchen. So, dann haben wir es jetzt aber, oder? Würstchen, Schokolade und der ganze Schund. Der Geruchssinn eines Hundes ist sehr scharf. Okay, ich gucke nochmal auf das Rezept. Die üblichen Zutaten. Okay, es fehlt also anscheinend noch eine übliche Zutat. Aber da kann ich nichts mehr machen. Von euch hier ja auch nichts mehr, ne? Das ist alles verwendet. So, hier konnte ich auch nichts mehr rausholen. Hier war auch nichts drinnen. Geschlossen. Jamaikanische Bananen. Okay. Dann haben wir es wohl jetzt. Let's go. Ihre Beobachtungsgabe ist verblüffend, Milady. In der Tat, ich bin nicht Deirdre. Mein Name ist Sherlock Holmes und ich bin... Der neue Koch? Nicht ganz. Zunächst, wo darf ich dieses Mahl abstellen? Stellen Sie mir Lords Frühstück an sein Bettende. Aber, oh, ich kann doch keinen Fremden in mein Schlafzimmer lassen. Guter Gott,
Was wird mir geschehen? Nichts Schlimmes, Milady. Ich will Ihnen nur helfen. Wieso sollte ich Hilfe brauchen? Von einem großgewachsenen Gentleman mit einer langen, sehr langen Nase? Milady, mein Spürsinn hat nichts mit der Größe meiner Nase zu tun. Und die Hilfe, die ich Ihnen anzubieten gedenke, betrifft allein den Disput zwischen Ihnen und Ihrer Majestät. Ach, seien Sie still. Sie spricht nicht mehr mit mir. Und es ist nicht einmal meine Schuld. Oh. Warum hat Ihre Majestät Sie getadelt? Vor 3 Tagen gab sie mir dieses schöne Puppenhaus dort. Sie hat es extra für mich beim königlichen Tischler anfertigen lassen. Es ist wundervoll, nicht wahr? Zweifellos. Die kleinen Kerzen im Kronleuchter betonen die Schönheit der Puppen. Nun, gestern kam sie in mein Zimmer und bemerkte, dass 4 Puppen aus dem Puppenhaus fehlten. Mir war es nicht aufgefallen. Aber Deirdre, die das Haus verpackt hatte, bestätigte es. Die Puppen sind sehr kostbar und Drina, ich meine, Ihre Majestät, beschuldigte mich, ihre Geschenke zu missachten. Ich habe meine Angestellten, mein Dienstmädchen und meinen Koch befragt, doch ohne Erfolg. Ich habe sie entlassen, aber das hat Ihre Majestät leider nicht besänftigt. Wie sahen die Puppen aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass jetzt 4 Jungs weniger als Mädchen im Puppenhaus sind. Okay. Beruhigen Sie sich, Milady. Ich tue mein Bestes. Oh, danke, Sir. Vielen Dank. Wenn Sie sie finden, werde ich Ihnen meinen Dank erweisen. Selbst wenn das heißt... Warten Sie damit, bis ich den Fall gelöst habe. Okay, Moment. Mir fehlen Puppen, ja? Zeig mal ran. Ach du Scheiße. Ach, was ist denn Lupin? Okay. Schauen wir uns doch erstmal ein bisschen im Raum um. Nee, ich will nicht die Gurkenzange ausrüsten. Wo sagen wir hier? Wasser. Oh, wow, wir haben das gerade voll. Also bei mir, ja, okay. Bei euch wird es ein bisschen versetzt worden sein wegen des Synchronschnitts, aber bei mir habe ich gerade exakt synchron mit ihm Wasser gesagt. Okay, da darf ich. Ja. Okay, es fehlen 4 Puppen. Wo könnten die sein? Sollen wir mal hier gucken gehen? Sind hier vielleicht noch Puppen in den jeweiligen Behältern? Nein, vielleicht im Müll? Kann ich auch. Nee, kann ich auch nicht mehr reinschauen. Da hatten wir auch schon. Jesus Christ. Womit kann ich Ihnen helfen, Sir? Die Puppen habe ich. Sagen Sie, Deirdre. Sie haben das Puppenhaus verpackt, das Ihre Majestät Lady Leomunda geschenkt hat. Ist das richtig? Ja, Sir. Und Sie haben Ihrer Majestät geschworen, dass gewisse Puppen fehlten. Wissen Sie noch welche? Nicht genau, Sir. Aber als ich die Puppen gezählt und den Verlust bemerkt habe, fiel mir auf, dass weniger Puppen mit roten Haaren dabei waren als vorher. Sieht so aus, als müsste ich mir schon wieder Notizen machen. Danke, Deirdre. Auf Wiedersehen. Okay. Also es sind jetzt vier weniger Männchen als Weibchen. Und jetzt weniger mit roten Haaren. Also vorher war mehr mit roten Haaren. Habe ich das richtig verstanden? Lass mich nochmal ganz kurz hier drüber schauen. Das ist weniger Puppen mit... Okay, also es fehlen Puppen mit roten Haaren. Kannst du mich in diesen Raum hier lassen? Danke, Deirdre. Auf Wiedersehen. Okay. Hund. Moin. Okay, mal schauen. Vielleicht sind hier Puppen. Ach, nee. Ich hätte da noch so eine Idee. Ich spreche gleich mal mit euch, aber ich will mal ganz kurz schauen. Hier war doch dieses Loch in der Wand. Ist hier manchmal eine Puppe drin? Na, sieht erstmal nicht so aus. Verpiss dich, Hund. Tach.
Danke für die Hose, Chauncey. Holmes, meine Brille. Wären Sie so gut? Sind Sie fertig damit und hat sie Ihnen geholfen? Hier, bitte, Sir. In der Tat, sie half mir, eine recht widerliche Mixtur zuzubereiten, die dem temperamentvollsten Bewohner des Palastes gefallen wird. Wenn es dem Premierminister beliebt, möchte ich Mr. Holmes danken, dass er uns Lord Robillards Zorn erspart hat. Würde Mr. Holmes mir wohl die Zutaten verraten, für den Fall, dass ich vielleicht... Holmes, ich schulde Ihnen Dank. Lange genug hat er mir die Ohren vollgeheult, dieser verdammt... Wie dem auch sei, ich kannte ihn schon als Welpen. Da war er ganz sanft, kein Vergleich zu heute. Was hat diesen Gemütswandel bewirkt? Ich habe keine Ahnung. Chauncey? Ich glaube, Milords Gemütsschwankungen fingen vor 3 Jahren an, nach dem Besuch von Miladys Neffen, dem jungen Lord Gwendos of Crudel. Ach ja, dieser engelsgleiche kleine Rotschopf. Was ist damals geschehen? Milady war so froh über den Besuch ihres Neffen, dass sie Milord während der Woche seines Besuchs unbeachtet ließ. Milord, der Miladys ständige Aufmerksamkeit gewöhnt war, zog allein durchs Haus. Und eines Tages, da... Ach ja, der kleine Kläffer war völlig außer Rand und Band. Er versuchte, Lady Leomunda von ihrem lieben Neffen zu trennen, doch ohne Erfolg. Verzeihung, Sir, ich habe eine Frage an Mr. Chauncey. Sagen Sie, mein Freund, hat sich Lord Robillard in den letzten 3 Tagen merkwürdig verhalten? Bis auf die Hose des Premierministers, nicht merkwürdiger als sonst. Aber ich achte nicht auf alles. Vielen Dank, die Herr. Und Holmes? Erklär mir das. Ja, ich höre. Milady, ich muss noch weiter. Hat sich Lord Robillard in den letzten Tagen irgendwie merkwürdig verhalten? Wie können Sie so etwas fragen? Oh, verstehe. Sie glauben, mein kleiner Schatz hat die Spur des Diebes gewittert und wollte mich warnen. Oh, wie war ich blind. Oh, mein kleiner Liebling. Gewiss, das wäre eine Möglichkeit. Ja, der Lord hat die Kleidertruhe in der Ecke da drüben durchwühlt. Das darf er eigentlich nicht, denn sie enthält zeremonielle Gewänder, die ich nie trage und die ziemlich verstaubt sind. Außerdem kann nur meine Zofe sie öffnen und tut dies auch nur ab und zu, um sie zu lüften. Aber ich habe sie entlassen. Was ist so schwer daran, sie zu öffnen? Die Verzierung ist von mir, aber sie stammt aus der Zeit von Henry dem VIII., dem mit dem Sicherheitstick und so weiter und so weiter. Machen Sie sie bitte nicht kaputt, wenn Sie sie öffnen. Versprochen, Milady. Danke. Ich muss jetzt... Meine Tür... Ein Rätsel. Man muss hier einen Stern einschieben, um den Schließmechanismus zu entriegeln. Man muss hier einen Stern ein... Okay, ja, okay. Einen Stern habe ich nicht. Aber vielleicht finde ich irgendwo einen. Zum Beispiel in der Küche. Oder ich gucke auch gern nochmal hier unten. Es sieht irgendwie so auffällig aus, als würde damit noch irgendwas passieren. Einen Stern. Stern. Sir? Du einen Stern für mich? Verzeihen Sie mir, dass ich Sie bei der Arbeit störe. Haben Sie in den letzten Tagen irgendein merkwürdiges Verhalten an Lord Robillard bemerkt? Ach, Milord gibt sich immer ein bisschen seltsam, wenn Leute im Haus sind, die er nicht kennt. Sie müssen ihn gut kennen. Kann er vielleicht ein neues Kunststück? Jetzt, wo Sie es sagen. Normalerweise hat Milord Angst vor Kaminen, wegen des Feuers. Doch gestern Morgen waren seine Schnauze und Pfoten voll Ruß. Das Feuer im weißen Salon war fast aus. Ich habe ihn so schnell es ging sauber gemacht, obwohl er sich ziemlich gesträubt hat. Danke, Deirdre. Auf Wiedersehen. Dann wird hier doch vermutlich irgendwas drin sein. Moment, ach so, im weißen Salon, das ist hier, ne? Ein Haufen Asche an der Seite.
Ich kann so etwas wie eine Miniaturhand herauskommen sehen. Es wird Stunden dauern, das Feuer zu löschen. Und wenn ich Wasser darüber ausschütte, wird sich der ganze Palast mit Rauch füllen. Ich muss ein Werkzeug finden, um die Puppe da herauszubekommen. Dies haben wir. Ich sollte meine Entdeckung erst einmal geheim halten. Wenn der Hund wieder die Puppe in seine Pfoten bekommt, wer weiß, was er damit macht. Okay. Wir haben also schon mal einen. Geschlossen. Und die ist eher so angekugelt. Können Sie diese Puppe reinigen? Gewiss, Sir. Danke. Stets zu Diensten, Sir. Aber schnell die sie auch selber können. Komm, Holmes. Hab dich nicht so. Du Sackgesicht. Vielen Dank. Ups. Dann nehme ich diesen Eimer mal mit. Okay. Geschlossen. Okay. So, den Eimer könnte ich ja noch mit Wasser füllen. Okay, kann ich anscheinend nicht. Die Puppe kann ich einfach mal hier reinstellen, oder? Nö. Ja, ich höre. Nee. Okay, ich dachte, die kann ich dir die vielleicht schon mal geben. Okay, dann habe ich jetzt wieder gar keinen Hinweis mehr, da was ich tun müsste, könnte, sollen, täte. Reden wir doch nochmal mit dem Premierminister. Und Holmes? Okay, wozu habe ich jetzt einen Eimer im Inventar eigentlich? Ich kann den ja auch nicht wirklich befüllen. Und hier kann ich auch nach wie vor mit nichts weiter interagieren. Genauso wenig wie damit und dort mit. Und mir geht das Lied mittlerweile sogar sehr auf den Sack. Ich bin kurz davor, die Musik des Spiels einfach auszumachen. Hund. Okay. Geschlossen. Man muss hier einen Stern einschieben, um den Schließmechanismus zu entriegeln. Aha. Ja. Dieses Stück ist eigentlich ein Puzzle und alle Teile lassen sich leicht voneinander trennen. Jo, Alter. Man muss hier einen Stern einschieben. Ja, das können wir aber daraus bauen. Ja, ja, ja. Jo! Oh, okay. Nee, das ist falsch. Das könnte richtig sein. Ich würde aber lieber... Ach so, ich muss das Ding da im Hintergrund nachbauen. Oder muss ich das drumherum bauen? Moment. Nee, lieber nachbauen, ne? Ach du heilige Scheiße. Gucken wir erstmal mit den großen Stücken. Sowas sieht... Die Dinger sehen ja überall richtig aus, ne? Ich glaube, ich sollte... Ich sollte die erstmal suchen. So, was gäbe es jetzt noch nach unten irgendwo? Hoffe ich. Oh, okay. So, jetzt gehen wir mal die Teile einzeln durch hier. Das schon mal nicht. Nee. Ja. Gut. Nee. Okay. Also dadurch, dass ich die jetzt halt nicht selber legen muss, scheint es nicht so das allerschwerste Rätsel zu werden, ehrlich gesagt. Aber das sage ich jetzt noch. Das sage ich jetzt noch. Ich bin mir irgendwie ganz sicher, dass sich das gleich ändern wird noch. Dieser Gedanke, den ich da gerade hatte. Das hatte ich schon. Das auch schon. Das hatte ich doch auch schon, oder? Okay. Ja. Ja, nice. Puppe. Elementar. Elementar.
So. Haben wir noch eine Puppe. Können wir auch hier reintun, oder? Noch nicht. Wozu habe ich denn diesen Wasser. Eimer? Ja. Offenbar war es das noch nicht. Ich guck mal kurz ein bisschen. Warum? Achso, die Truhe kann ich noch schließen. Das brauchen wir nicht. Dann gehe ich mal in den anderen Räumen nochmal gucken, weil irgendwo muss ja noch was sein. Ich spamme mal die Leertaste, aber außer der Türen scheint sich hier noch nicht so viel zu ergeben. Wir gucken natürlich auch hier drin nochmal. Aber das Einzige, was hier drin ist, ist kennen wir schon, haben wir schon. Ich guck mal wieder nach oben, nicht, dass hier plötzlich im Kronleuchter eine Puppe hängt. Gucken wir auch lieber hier nochmal oben. Oben und in den Bildern. Ja, und da müssen wir das gleiche natürlich noch in diesem Raum tun. Und Holmes, schon vor. Ja, ja, ich habe Fortschritte, aber ich kann mit denen aktuell noch nicht arbeiten. Vielleicht muss ich einfach nochmal mit dem Haus interagieren. Nein, anscheinend nicht. Okay, was fehlt mir jetzt noch? Okay, vielleicht brauche ich nochmal einen kleinen Hinweis. Ach, deswegen Henry, ja, stimmt. Ja, das habe ich auch. Letzte Puppe. Moment. Okay. Chauncey nach Lord Rovilla. Ja, dann erklärt er sie, wenn sie auf die Wachen schauen, rechts um die Stelle zu sehen. Ja, das habe ich doch. Hä? Ach so, ich muss den Wachen davon erzählen. Okay, aber dann fehlt mir ja immer noch einer. Ja, Ruß haben wir. Okay, dann die dritte. Das ist die dann noch, die mir noch fehlt. Oh, der Badewanne. Okay, da muss ich wahrscheinlich erstmal die zweite haben, weil ich konnte mit Daedra ist ja gar nicht mehr da. Verzeihung, aha. Gentlemen. Ich weiß, Sie sind im Dienst, aber Lady Leomunda hat mich mit einer Spezialuntersuchung beauftragt, zu der ich Sie beide befragen muss. Sie sollten wissen, dass sie im Falle eines Erfolges allen danken will, die mitgeholfen haben. Sie erwähnte ausdrücklich, dass ihr Dank sogar so weit gehen würde. Zu Diensten, Sir. Zu Diensten, Sir. Danke, Gentlemen. Soweit ich weiß, hat Lady Leomundas Spielgefährte, Lord Robilla, Zugang zu allen Räumen und Gemächern des Palastes. Haben Sie vielleicht bemerkt, dass er sich sonderbar verhalten hat in den letzten, sagen wir, 3 Tagen? Gestern hat Milord in meine Stiefel gepinkelt. Nein, ich meinte eher ungewöhnliches Verhalten. Vorgestern, während unseres Dienstes, stöberte Milord hinter dieser Rüstung herum. Als ich mich bückte, um nachzusehen, fiel mir die Mütze herab. Milord hat sie sich geschnappt und ziemlich ramponiert. Das ist witzig. Ich danke Ihnen, Gentlemen. Aber ja, dass hier was sein wird, wissen wir ja schon. Wir hatten es nur noch nicht offiziell. Das ist dunkel und scheint sehr tief zu sein. Ich habe die Zange gar nicht mehr. Das Loch ist dunkel und scheint sehr tief zu sein. Ich muss irgendwie herausfinden. Nee. Eins ist genug. Ach, nehmen wir noch eine Kerze. Aus dem Puppenhaus.
Ich brauche etwas. Das Loch ist dunkel und scheint sehr tief zu sein. Muss ich jetzt noch die zweite Kerze holen oder fehlt mir noch was anderes? Sehr tief, ja, ich hätte halt die Zange noch benutzt, aber die wurde mir ja entwendet. Moment. Das könnte noch nützlich sein. Klar. Machen wir mal den Speer dafür. Easy. Ich glaube, ich kann die Spiegelung eines Porzellangesichts ausmachen. Dieser Speer könnte nützlich sein, aber um die Puppe unbeschädigt wiederzubekommen, muss ich das Ende zu einem Haken biegen. Ich glaube, das geht auch einfacher. Zum Beispiel, wenn du jetzt die Zange wiederholst, die du doch vorher schon hattest. Muss ich den jetzt vielleicht heiß machen und ist er dann biegsam oder so? Das ergibt nicht so viel Sinn, ne? Wie soll ich denn das machen? Geschlossen. Wasser. Ja. Wasser. Trotzdem nicht. Okay, wie zum Teufel wollt ihr denn, dass ich das zu einem... Warum sollte ich dorthin gehen? Ich glaube, ich kann die Spiegelung eines Porzellangesichts ausmachen. Dieser Speer könnte nützlich sein. Ich glaube, ich brauche nochmal einen Hinweis. Okay. Immer mit allen reden. Verzeihung, gibt es hier eine Schraubzwinge? Warten Sie. Zufällig war gestern mein Cousin, einer der königlichen Klempner, hier, um nach Lady Leomundas Rohr zu sehen, und er hat eine vergessen. Lady Leomundas Rohr? Ich meinte den Badewannenabfluss in Lady Leomundas Zimmer, Sir. Lady Leomundas Rohr. Was ist denn mit der Badewanne? Sie ist verstopft, Sir. Sonst läuft das Wasser ab, sobald man den Stöpsel zieht, und zwar mit einem solchen Sog, dass manchmal rosa Seifenschaum oder sogar ein paar Haare in der Küchenspüle auftauchen. Wissen Sie, wann Ihr Cousin zurückkommt? Er braucht wohl 2 Tage, um das Rohr mit einer Spezialschnecke zu reinigen, Sir. Das Dienstmädchen hat ihm erzählt, Milord wäre in der leeren Wanne gewesen. Doch er kann das Rohr nicht verstopft haben. Er hätte höchstens 1 oder 2 Haare hinterlassen. Sofern es nichts anderes war. Ich danke Ihnen, Chancel. Gern geschehen, Sir. Ach, der hat sie mir sogar gegeben. Ja, das ist ja wunderbar. Na dann, kaputt machen. Boah, ist schon ein bisschen sad eigentlich, aber hey. Da ist, wonach ich gesucht habe. Perfekt. Die jetzt folgt der nächste Schritt. Dritte Puppe, jawohl. Dann das Rohr. Also, dann nehme ich jetzt mal Wasser raus hier. Da ist etwas drin. Da ist etwas drin. Ich habe leider Zange nicht mehr. Okay, wie kriege ich das da raus? Wasser. Wasser. Da, das ganze Badewasser von Lady Leomunda ist immer noch in diesem Fass. Es ist viel zu schwer. Ich kann es nicht heben. Was willst du, was ich tue? Ich verstehe nicht ganz, was des Rätsels Lösung sein wird. Hund, verpiss dich. Nein, ich brauche jemand Stärkeren. Okay, die Wachen. Hallo. Können Sie mir helfen, ein Fass wegzuschieben? Stets zu Diensten, Sir. Elementar. Total.
So, das heißt, ist es dann jetzt Konter gesogen hier, rausgespritzt? Jawohl. Verstopfung gereinigt. Damit haben wir alle Puppen. Oder? Ja, ich denke schon. Dann würde ich sagen, wir reden im nächsten Part mit ihr und geben ihr all die Puppen. Und für heute soll es erstmal genügen. Bis dann und auf Wiedersehen.